1945. In Europa ist der Zweite Weltkrieg zu Ende. Das Dritte Reich hat bedingungslos kapituliert. Die Deutsche Reichsbahn ist stark zerstört. In weiten Teilen des Landes ist der Betrieb zusammengebrochen. Und mit ihm die Ordnung. Not zwingt Menschen zum Plündern. Lebensnotwendige Güter können kaum mehr transportiert werden. Der Kontakt zwischen den einzelnen Dienststellen ist abgerissen. Viele Bahnhöfe sind verwaist, Zehntausende von Eisenbahnern in Kriegsgefangenschaft. Der Wiederaufbau der Bahn ist zur Überlebensfrage geworden. Eisenbahner beginnen mit Aufräumarbeiten. Und dort wurden wir sofort auf freudigen Empfang genommen und durften erstmal mithelfen. Das Bahnbetriebswerk, das auch von Kampfhandlungen nicht verschont war, es lag an der Mühlenstraße, unmittelbar am Bahnhof zwischen Warschauer Brücke und Schlesischer Bahnhof, wir haben dort angefangen aufzuräumen und dabei natürlich auch Tote begraben, in unmittelbarer Nähe auf diesem Reichsbahngelände. Und ich sag mal, wir haben also viel Schutt und Trümmer erstmal beiseite geschafft, damit überhaupt wieder eine gewisse Funktion dieses Bahnbetriebswerks möglich war. Die Arbeiten gehen nur langsam voran und der Materialmangel zwingt zur Improvisation. Die Beseitigung der Schäden im Verkehrswesen hat absoluten Vorrang. Dazu gehört vor allem die Instandsetzung der Loks. Weniger als 10% sind betriebsbereit. Die Reparatur der anderen ist schwierig. Viele Werke sind zerstört. Es gibt nicht genug Ersatzteile. So sind bis Ende 1945 lediglich 40% wieder fahrbereit. An Neubauten ist nicht zu denken. Ebenso wichtig sind Güterwagen. Über 100.000 sind defekt. Pro Jahr sollen 30.000 repariert werden. Jede ausgelieferte Lok ist ein kleiner Schritt zum Wiederaufbau. In den ersten Wochen und Monaten nach Kriegsende sind Hunderttausende auf den Bahnhöfen unterwegs. Die meisten sind Flüchtlinge und Vertriebene. Sie suchen eine neue Heimat. Aber die wenigen Züge, die unterwegs sind, können die Menschenmassen kaum bewältigen. Überladen sinken die Fahrgeschwindigkeiten bis auf 30 Stundenkilometer. Durch den Krieg verliert Deutschland die Gebiete östlich von Oder und Neiße an Polen und die Sowjetunion. In den vier Besatzungszonen ordnen die Alliierten an, dass die deutschen Behörden ihnen sämtliche Bahnanlagen und Arbeitskräfte zur Verfügung stellen. Engländer, Franzosen, Amerikaner und Russen errichten eigene Eisenbahnverwaltungen. Die deutschen Eisenbahner müssen jetzt den Befehlen der Alliierten gehorchen. Deren Ziel, den Versorgungs- und Militärverkehr möglichst schnell in Betrieb zu nehmen. Vor allem die sowjetischen Militäreisenbahner üben dabei eine rigide Kontrolle aus. Die Eisenbahner haben die sowjetischen Genossen sofort gespürt, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, in dem beispielsweise auf jedem Bahnhof ein Militärkommandant zuständig war und ohne die Erlaubnis des Militärkommandanten durfte da auch nicht viel geschehen. Die Rolle der Sowjets damals war eine recht zwiespältige Geschichte. Sie haben auf der einen Seite mit schwerer Technik geholfen, zerstörte Brückenbauwerke und andere große technische Konstruktionen wieder flott zu machen. Aber das diente nicht zuletzt ihren eigenen Interessen, denn die Logistik für ihre Armee, die ja nur im sowjetischen Teil Deutschlands stationiert war, musste noch funktionieren. Die Sowjets beginnen aber auch sogleich ihre Reparationsforderungen umzusetzen. Dabei nehmen sie keine Rücksicht auf die Folgen. Der große Geburtsfehler oder die großen Geburtsschmerzen der Deutschen Reichsbahn in der Sowjetzone waren die Demontagen. Es sind sehr, sehr viele Kilometer Gleis, sehr viele Betriebsanlagen, aber auch viele Fahrzeuge in die Sowjetunion gebracht worden. Da bestand durchaus eine Berechtigung, denn das Land war von den deutschen Truppen sehr stark verwüstet worden. Aber die negativen Folgen für Ostdeutschland waren natürlich auch unübersehbar.
Die Sowjets lassen bei 80% der zweigleisigen Strecken das zweite Gleis demontieren. Auch eingleisige Strecken werden abgebaut. Insgesamt mehr als 11.000 Kilometer. Auch alle Elektroloks und Oberleitungen werden in die Sowjetunion abtransportiert. Für den Transport der Reparationsgüter bis zur russischen Grenze muss die Reichsbahn der sowjetischen Zone Personal und Züge bereitstellen, die sogenannten Lokomotivkolonnen. Eine große Belastung. Von den über 3000 Güterzugloks werden die stärksten und modernsten dafür verwendet, mehr als 900 Stück. Wir haben zur damaligen Zeit auch noch Reparationsgüter transportiert, die waren aber in großen Holzkisten eingenagelt, waren ja Riesendinger, die haben sie darauf geschleppt auf die Waggons. Was drin war, Maschinenteile nehme ich an. Dann haben wir transportiert die sogenannte Heilerde, haben wir immer dazu gesagt, das war von Aue diese Uranerze. Da waren die Wagen dann auch nummeriert, damit sie wahrscheinlich immer wussten, dass alle Wagen zusammen sind. Dann wurde auch viel, haben sie ihre Militärtechnik ausgetauscht, die Russen. Da haben wir auch tagelang hin und her gefahren, Autos und andere Technik. Bis 1954 sind die Kolonnen zwischen Berlin und der russischen Grenze unterwegs. 4 Wochen können Hin- und Rückfahrt dauern. Während dieser Zeit wohnen die 12 Reichsbahner in Brigadewagen. Die Züge transportieren nicht nur Militärmaterial und Reparationsgüter. Wir haben dann auch Kriegsgefangene zurückgebracht, deutsche Kriegsgefangene. Da hatte ich einen Heizer, der war von Nordhausen. Und als wir so in dem Zug lang gegangen sind, auf einmal, Mensch, sagt er, den kenne ich da, ist er zu dem hin, den kannte er aus Nordhausen. Der war in russischer Kriegsgefangenschaft die ganzen Jahre. Die sich beide da gleich begrüßt. Jetzt hat er da mit dem Transportkommandanten gesprochen. Er durfte den mitnehmen, den haben wir dann mit zu uns im Brigadewagen genommen bis Frankfurt und haben den da erstmal ein bisschen menschlich hergerichtet und er hat sich gefreut, dass er wieder unter Menschen war sozusagen. Mit den langsamen Zügen dauert die Fahrt aus den Lagern nach Deutschland viele Wochen. Aber nicht nur ehemalige Kriegsgefangene bringt die Bahn in die Besatzungszonen. Auch die aus dem Osten vertriebenen Deutschen befördert die Bahn in ein ungewisses Schicksal. In den englischen und amerikanischen Besatzungszonen gibt es kaum Demontagen von Bahnanlagen. Der Wiederaufbau des Streckennetzes geht rasch voran. Im Sommer 1945 schaffen Amerikaner und Briten in ihren Zonen zentrale Eisenbahnverwaltungen, in denen Deutsche arbeiten. Wir wurden eine leitende Eisenbahndienststelle für die gesamte britische Besatzungszone mit dem Namen Generalbetriebsleitung West in Bielefeld. Unser Auftrag war, den Betrieb, Eisenbahnbetrieb im gesamten britischen Besatzungsgebiet wieder in Ordnung zu bringen, so gut es überhaupt möglich war. Die Arbeit war sehr, sehr ersprießlich, muss ich sagen. Tag und Nacht haben wir mit denen Dienst gemacht. Die hatten auch Urlauberzüge, zum Beispiel in ihrer Besatzungszone in Österreich, in Kärnten. Diese Urlauberzüge haben wir in ihrem Auftrag dann gefahren. Wir haben die sogenannten Displaced Persons, die damals in Massen transportiert werden mussten, überwiegend in die Pfalz. Auf Bahnhöfe in der Pfalz wurden diese Züge gefahren. Mit Militär- und internationalen Reisezügen dürfen Deutsche nicht fahren. Um Kohle und Loks zu sparen, lassen die Alliierten nur wenige Schnellzüge zu. Deutsche können sie nur mit einer speziellen Genehmigung benutzen. Am Anfang und am Ende jeder Reise steht ein Bahnhof. Doch die Bahnhöfe sind heute mehr als nur Ausgangspunkt und Ziel von geschäftlichen oder privaten Reisen. Sie sind die Drehscheiben des unruhvollen Lebens unserer Tage, die Brennpunkte der großen Völkerwanderung, deren Wogen noch von Land zu Stadt und auch wieder von Stadt zu Land branden. Noch nie in der Geschichte des deutschen Verkehrswesens sah die Eisenbahn so große Massen unterwegs wie heute. Bahnfahrten sind jetzt lebensnotwendig.
Die Versorgungslage der Bevölkerung ist katastrophal. Die wichtigsten Güter sind streng rationiert. Die Zuteilung reicht kaum zum Überleben. Die Waggons, die waren bis zu den Dächern und Bremsehäuschen in Puffern und dergleichen Dinge mehr besetzt. Man hatte damals vorher noch als Seitzer zu tun, der Lokomotivführer, dass er seine Lokomotive frei bekam, dass sie nicht auf der Lokomotive noch gesessen haben. Aber wir haben natürlich unsere Eisenbahnerkollegen, die Lokführer und Heizer, na, die haben natürlich dann auf dem Führerstand mitgenommen, wenn die Hans dann fahren wollten nach Köstrin, Gorgast oder weiß ich, nach Frankfurt oder in der Richtung. Und haben es natürlich auf die Art und Weise uns mit beteiligt. Oder man ist selber als Fahrgast dann auf so einer Tour mitgefahren hat, den Hamster. Hamsterfahrten machen den Hauptteil des Reiseverkehrs aus. Die Züge sind völlig überladen. Mit den Hamsterern transportieren sie oft auch auf dem Weg vom Land in die Stadt bis zu 200 Tonnen Kartoffeln. Der Winter 1946-47 ist einer der härtesten des Jahrhunderts. Die Menschen suchen Suppenküchen auf, um neben dem Essen noch ein wenig Wärme zu spüren. Denn fast so schlimm wie der Hunger ist die Kälte. Kohlen gibt es nur auf Bezugsschein und immer zu wenig. Sie sind ein kostbares Gut. Zehntausende von Menschen müssen sich ihre Kohlen selbst organisieren. Frinksen, wie es nach dem Kölner Kardinal Frinks heißt, der für den Diebstahl Verständnis zeigt. Ein Viertel der von der Bahn beförderten Kohle kommt dabei abhanden. Man hat tonnenweise Kohle verfeuert und selber hatte man zu Hause keinen Brennstoff. Es wäre ja schizophren, wenn man den ganzen Tag vielleicht 150, 200 Cent nach Kohle verfeuert und man friert zu Hause. Jederzeit hat sich jeder seinen so einen Bullen gepackt, weil der Rucksack mit Kohlen hat ihn mit nach Hause genommen. Denn wer wollte denn schon, wenn er den ganzen Tag über Kohlen geschüppt hat, und abends noch zu Hause frieren? Durch die Aufteilung Deutschlands in Besatzungszonen sind die zuvor wichtigen Ost-West-Strecken durchtrennt. Es gibt nur noch sehr wenige Verbindungen zwischen der sowjetisch besetzten Zone und den Westzonen. Die wichtigste führt durch Helmstedt. Nach dem Westen der andere. In zwei Kanälen wird der Strom von Menschen und Gütern zwischen West- und Ostdeutschland durch Helmstedt geschleust. Sein jeweiliger Pegelstand lässt sich an den Fahrplänen des kleinen Bahnhofs ablesen. Während die Bahnsteige früher verschlafene Langeweile atmeten, halten heute an ihnen im Laufe eines Tages und einer Nacht allein 12 Interzonenzüge. Jeden Monat sind es mehr als 50.000 Reisende, die hier im Herzen Deutschlands auf die Abwicklung der umständlichen Maßnahmen für den Zonengrenzübergang in der einen oder anderen Richtung warten müssen. Helmstedt ist die wichtigste Öffnung im Eisernen Vorhang. Nur wer einen Interzonenpass hat, darf die Züge benutzen und die Grenze passieren. Weitaus mehr Menschen fahren mit dem Zug bis kurz an die Grenze und überqueren sie dann illegal zu Fuß. Sie betreiben Tauschhandel. Der ist so einträglich, dass es sich sogar lohnt, durch halb Deutschland zu reisen. Mit der fast wertlosen Reichsmark ist das Zugfahren billig. Die Reichsbahn, die fuhr also bis Elrich und dann waren da 4 Kilometer zu überwinden, per Pedis zu Fuß. Da gab es einen Tunnel. Durch diesen Tunnel bewegten sich Ströme von, ja, sagen wir es mal, Reisenden aus dem Raum Zwickau-Erzgebirge, die teilweise Strumpf waren und so etwas dabei hatten. Und da fuhren sie dann mit nach Bremerhaven oder nach Bremen und tauschten dann Fische dafür ein, fuhren dann wieder zurück bis nach Walkenried, gingen die 4 Kilometer zu Fuß und stiegen dann irgendwann wieder in den Zug um. 1948. Deutschland ist noch vom Krieg gezeichnet. Es herrscht hohe Arbeitslosigkeit. Die Wirtschaft läuft nur schleppend an. Das ändern die Westalliierten mit der Währungsreform. Am Vorabend des 18. Juni. Überall in den drei Westzonen dasselbe Bild, dieselben Erscheinungen.
Gesteigerte Nervosität, knisternde Spannung, das Gefühl, es ist soweit. Auf allen Bahnhöfen herrscht Hochbetrieb. Privat-, Geschäfts- und Vergnügungsreisen werden unterbrochen. Alles fährt zurück in die Heimatorte. Ein letzter großer Ansturm auf die Bahn. Mit der Einführung der D-Mark als harter Währung geht die Zeit des Tauschhandels und Hamsterns zu Ende. Aber auch die der überfüllten Züge. Die Währungsreform macht das Geld knapp. Von einem auf den anderen Tag füllen sich die Schaufenster. Es gibt wieder alles zu kaufen. Auch wenn die meisten sich kaum etwas leisten können, geht es von nun an schnell aufwärts. Auch die Bahn kann den Reisenden jetzt mehr bieten. Selbst Züge wie der Alpen-Nordsee-Express verkehren wieder. Auf der fast 1000 Kilometer langen Strecke wird auch ein Speisewagen eingesetzt. Ebenso zum ersten Male nach dem Kriege ein Schlafwagen. Der Zug ist genehmigungspflichtig und ist vorwiegend für dringende geschäftliche Reisen bestimmt. Es werden nur so viele Fahrkarten ausgegeben, wie Sitzplätze vorhanden sind. Die Bevölkerung in den Westzonen wählt den ersten Bundestag. Am 6. September kommt er in Bonn zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Die Bundesrepublik Deutschland wird gegründet. Ihr erster Kanzler, Konrad Adenauer. Die Sowjetunion antwortet am 9. Oktober 1949 mit der Schaffung der Deutschen Demokratischen Republik als ersten sozialistischen Staat auf deutschem Boden. Eine Folge der politischen Teilung, im Westen wird am 7. September die Deutsche Bundesbahn gegründet. Der Name soll einen politischen Neuanfang signalisieren, aber es ändert sich kaum etwas. Aufbau und das Personal bleiben gleich. Noch dominiert die Bahn den Güterverkehr. Aber die Konkurrenz durch den LKW wird größer und die Spediteure nutzen eine alte Regelung aus. Sie stammt noch aus der Zeit, als die Bahn das einzige flächendeckende Verkehrsmittel ist. Sie schreibt vor, alle angelieferten Waren müssen transportiert werden. Als ich in Weinheim tätig war, kam ein Werks-LKW von einem Linoleumwerk, fuhr selbst billig die ganze Fuhre von vielleicht 30 schweren Linoleumrollen und warf sie uns buchstäblich am Güterschuppen in die Rampe, damit wir mit unseren Nebenbahnzügen diese Rollen verteilen sollten. Und wir mussten sie annehmen, wir hatten die Beförderungspflicht. Dennoch verlagert sich der Güterverkehr immer mehr von der Schiene auf die Straße. Die Bahn hat den oft günstigeren und flexibleren Angeboten der LKWs nichts entgegenzusetzen. Bis Anfang der 50er Jahre sind die Kriegsschäden repariert. Allerdings muss die Bundesbahn ihren Wiederaufbau selbst finanzieren. Dadurch gerät sie in die roten Zahlen. 1955 hat sie 1,5 Milliarden Mark Schulden. Im Wirtschaftswunderland Bundesrepublik rollt die Reisewelle zu den Feriengebieten im In- und Ausland mit Touristikzügen von Hummel, Scharnow und Turopa. Das erste Mal werden Pauschalurlaube mit der Bahn angeboten. Wer über Nacht unterwegs ist, kann seit 1955 eine Neuerung in Anspruch nehmen, den Liegewagen. Menschen können sich einen Urlaub leisten. 1957 transportiert die Bundesbahn 1,5 Milliarden Fahrgäste. Anfänge einer ersten Modernisierung. Die Einführung neuer Elektroloks auf den Hauptstrecken ersetzt bald bis zu 1500 Dampfloks. Auf Nebenstrecken leisten das Dieselloks. Die Vorteile der neuen Antriebstechniken: höhere Geschwindigkeiten, größere Reichweite und weniger Personal. Als ich auf die Diesellok gekommen bin, da habe ich mich schon wie Gott in Frankreich gefühlt. Das war natürlich ein sauberes Arbeiten.
nicht mehr diesen Stress. In der Uniform, mit der ich zum Dienst gegangen bin, habe ich mich da hingesetzt. Ich habe immer gedacht, bloß nie wieder zurück auf die Dampflok. Da hast du dich genug abgequält. Der dieselgetriebene TEE. Ende der 50er Jahre im Begriff der Modernisierung. Die Kehrseite, die Schulden steigen schnell, erreichen 5 Milliarden Mark. 1949. Nach der Gründung der DDR ist eine neue deutsche Reichsbahn entstanden. Überraschend ist die Beibehaltung des alten Namens, ist er doch eng mit der Weimarer Republik und dem Dritten Reich verbunden. Es hat auch bei der Zeitung der Eisenbahner, bei der ich tätig war, oft Anfragen gegeben, warum die Deutsche Reichsbahn ihren Namen behalten hat. Und diese Fragen sind sehr allgemein beantwortet worden. Aber der wahre Grund war, dass die Deutsche Reichsbahn von den Alliierten die Betriebsrechte in West-Berlin hatte und sie nicht aufgeben wollte. Wenn die Deutsche Reichsbahn ihren Namen geändert hätte, befürchtete man, dass sie dann keine Betriebsrechte mehr hätte und die DDR hätte auch nicht mehr den Fuß in der Tür zu West-Berlin gehabt. Der Wiederaufbau in der DDR stößt auf große Hindernisse. Die umfassende Demontage von Bahnanlagen durch die Sowjets, fehlende Steinkohlevorräte, Flucht leitender Fachkräfte in den Westen. In dieser schwierigen Lage versucht die Propaganda, die Eisenbahner zu höheren Leistungen anzuspornen. Die alten und jungen Aktivisten der Eisenbahn werden die 30% Mehrleistung schaffen. Fachmännischen Traditionen zum Trotz, durchbrechen Sie alle aufgestellten Normen. Denn wir wollen heraus aus der Enge und Not, wollen aus eigener Kraft ein Leben in Frieden und Wohlstand. Die oft noch aus der Vorkriegszeit stammenden Loks müssen jetzt mit Braunkohle befeuert werden. Sie hat aber nur einen halb so hohen Heizwert wie Steinkohle. Das alltägliche Sorgenkind waren die Bedingungen, unter denen das Lokomotivpersonal arbeiten musste. Als besonders negativ würde ich heute bezeichnen die Kohlenqualität, die wir damals hatten. Wir hatten entweder Braunkohle in Form von Briketts oder in Form von Rohbraunkohle, später dann auch untersetzt mit Steinkohle minderer Qualität, sogenannte Fördersteinkohle. Die Personale bezeichneten sie deshalb auch als Kosakkes oder Stalins letzte Rache. Aus dieser Kohle was zu machen, dass man mit der Lok fahren könnte, das war schöne Kunst manchmal. Dann gab es viel Rohbraunkohle noch mit und das waren große Stücke. Und wenn man die zerschlagen wollte, wenn sie das mal probiert haben, vielleicht kennen sie gar nicht mehr. Wie ein Gummiball kommt der Bälle wieder von der Kohle zurück. So elastisch war die. Und die brannte eben, die lag wie tot in der Ecke. Für mich persönlich war das so anstrengend, dass ich manchmal gedacht habe, jetzt schmeißt du die Schippe mit drin hier in die Feuerbox und dann lässt du das ganze Ding sausen. Also so, muss ich ehrlich sagen, so hatte ich die Faxendecke gehabt. Vor allen Dingen gerade noch die erste Zeit, wo wir mit Rohbraunkohle gefahren sind und mit Brikett, das war eine Schinderei. Wenn man einen jungen Führer hatte, der ein bisschen Einsehen hatte, der hat ihn ja dann unterstützt, der hat dann auch mitgeschippt, sodass man nicht alles allein hat. Aber wenn man dann wirklich eine lange Strecke hatte, einen schweren Gitterzug, da musste man ganz schön ran. Da hat man sich endlich als Heizer gefreut, wenn mal ein Aufenthalt kam unterwegs und man musste aufs Überholgleis, weil ein Personenzug oder ein D-Zug kam, dann konnte man sich mal ein bisschen ausruhen und den Kessel wieder scharf machen, also wieder auf Druck bringen. Ist selbstverständlich immer wieder mal passiert, dass man Dampfmangel hatte und man musste sich eben was einfallen lassen. Die alten Kollegen hatten da ihre Tricks. Lokführer hat sie mir mal gesagt, kümmere dich, dass wir Dampf kriegen, verschwindeln, bin ich zuständig und wer dafür bezahlt. Es lag zum Beispiel immer ein geplatzter Luftschlag auf dem Tender mit, so dass man immer eine Handhabe hatte, der ist kaputt gegangen und meistens ist er immer zwischen letzten und vorletzten Wagen kaputt gegangen, so dass man einen weiten Weg hatte und viel Zeit hatte, wieder Dampf zu machen. Wenn die Schuld nachgewiesen wurde, das wurde sofort mit 50 Mark Strafe abgegolten.
Und zu der Zeit, wo es so persönlich allzu viel Geld gab, da waren 50 Mark eben sehr viel und da wurde mit sehr viel Tricks gearbeitet. Die Reichsbahner stehen unter hohem Druck. Wer die Leistung nicht erbringt, dem wird die Prämie gestrichen. Das ist der halbe Lohn. Sie sind zu Überstunden gezwungen. Und die Reisenden zu langen Fahrzeiten in ständig überfüllten Waggons. In einem internen Vermerk für das Zentralkomitee der SED heißt es, dass die Deutsche Reichsbahn im Fernverkehr zu den rückständigsten Eisenbahnen in Europa zählt. Ich habe immer gesagt, in meiner Eisenbahnpraxis, auch zu den Eisenbahnen, der Reiseverkehr hat eine Mangelwirtschaft seit 1939, seit Beginn des Zweiten Weltkrieges. Es war eigentlich gegenüber dem Bedarf von allem zu wenig. Zu wenig Wagen, die Verkehrsflächen reichten nicht aus, es gab zu wenig Personal, zu wenig Reinigungskapazität und es konnte auch nicht auf Verkehrsspitzen in genügendem Maße reagiert werden. Und trotzdem war es erstaunlich, wie bei bestimmten Anlässen die Deutsche Reichsbahn reagiert hat. Zum Beispiel, wenn in Berlin die großen Veranstaltungen waren, Jugendtreffen oder auch der gleichzeitig Ostern- und Pfingstverkehr, dann sind Höchstleistungen im Reiseverkehr gefahren worden, sodass doch jeder irgendwie ans Ziel kam. Natürlich zu Lasten des Güterverkehrs. An dem Tage mussten Güterzüge auf den Rand gestellt werden. Andere Gründe für die Überlastung? Der Transportumfang nimmt ständig zu und das oft noch fehlende zweite Gleis. Denn bei der Stahlzuteilung muss die Reichsbahn hinter der Schwerindustrie und Armee zurückstehen. Es gibt zu wenige von den ohnehin zu alten reparaturbedürftigen Waggons. So kann die Reichsbahn Anfang der 50er Jahre häufig nicht die benötigten Güterwaggons zur Verfügung stellen. Ein Ausweg? Die Elektrifizierung der Hauptstrecken, um so die Geschwindigkeit und Transportleistungen zu steigern. Überraschend ist die Wahl des Stromsystems. Die Führung der Bahn überlegt, eines der im Ostblock verwendeten Systeme einzuführen. Der Vorteil? Ausrüstungsgegenstände sind leichter zu beschaffen. Aber es kommt anders. Es gab Mitarbeiter in der Hauptverwaltung Maschinenwirtschaft, die mit einer gewissen Ahnung, dass vielleicht doch eines Tages mal die Einheit kommt und die Eisenbahnnetze mit ihrem Stromsystem verbunden werden, immer auf den Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn eingeredet haben, doch unbedingt bei diesem Stromsystem zu bleiben. Und so ist es dann bei der Wiedervereinigung doch relativ leicht möglich gewesen, die beiden Netze der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn, was das Stromsystem betrifft, zu vereinigen. Einerseits setzt die Reichsbahn auf die deutsche Einheit, nimmt sogar Nachteile in Kauf. Andererseits versucht sie, die Teilung Deutschlands zu vertiefen. Der kühne Termin der Deutschen Reichsbahn beim Bau des südlichen Berliner Außenrings ist gehalten worden. Am 10. Juli, mehr als drei Wochen vor Beginn der Weltfestspiele, konnte die neue Strecke feierlich in Betrieb genommen werden. Ministerpräsident Otto Grotewohl dankte den Bauarbeitern und Ingenieuren sowie den tausenden freiwilligen Helfern im Namen der Regierung für die geleistete Arbeit. Die Züge auf den Nord-Süd-Strecken müssen bislang durch West-Berlin fahren. Das soll der Berliner Außenring jetzt ändern. Nach dem Volksaufstand in der DDR 1953 wird das Projekt so wichtig, dass es die gesamte Streckenbaukapazität der Reichsbahn für mehrere Jahre blockiert. Das war eine große Anstrengung für die DDR. Das hat sehr viel an volkswirtschaftlicher Kraft gekostet, diesen Ring zu schließen, dass man eben innerhalb der DDR von Nord nach Süd und von Ost nach West fahren kann, ohne West-Berlin weiterhin berühren zu müssen. Und in dem Moment konnte die Mauer gebaut werden. West-Berlin, Anfang der 60er Jahre. Das Auto bestimmt in der Bundesrepublik das Lebensgefühl der Menschen. Fernreisen mit dem Flugzeug nehmen zu. Gas und Erdöl lösen allmählich die Kohle als Energieträger ab.
Die Bahn zieht mit, setzt mehr Dieselloks ein, modernisiert und rationalisiert. Die Zahl der Beschäftigten sinkt von 530.000 auf 400.000. Trotzdem kann sie das negative Image von Staatswirtschaft, Schwerfälligkeit und Bürokratie nicht loswerden. Ende der 60er Jahre erreichen die Fahrgastzahlen einen Tiefststand. Unsere Loks gewöhnen sich das Rauchen ab. Das ist das Motto der 60er und 70er Jahre bei der Bundesbahn. Die Dampflok, einst die treibende Kraft der Eisenbahnentwicklung und Symbol für ein ganzes Zeitalter, verschwindet. 1977 wird bei der Deutschen Bundesbahn die letzte Dampflok verabschiedet. Herr Präsident, ich melde Ihnen den letzten Dampflokzug abfahrbereit. Er hat eine Länge von 433,80 Meter. Das Ende ist unspektakulär. Von einst mehr als 15.000 Dampfloks, die bei der Bundesbahn im Dienst waren, bleiben nur wenige Museumsstücke übrig. Für die Bahn ist das einzig Interessante der Schrottpreis von 20.000 Mark pro Lok. Das Intercity-System prägt das Bild der modernen Bahn. Leistungsfähige Loks auf besseren Strecken. Höchstgeschwindigkeit 200. Mehr als 10.000 Kilometer sind elektrifiziert. Im Güterverkehr verliert die Bundesbahn mehr und mehr an Boden. Die typischen Eisenbahngüter wie Kohle, Erz, Stahl und Baustoffe spielen keine große Rolle mehr. Und viele Betriebe legen keinen Wert mehr auf einen Bahnanschluss. Sie setzen auf den LKW, mit dem die Bahn bei Schnelligkeit und Flexibilität nicht konkurrieren kann. Beim Reiseverkehr kann die Bahn schon lange nicht mehr mit dem PKW mithalten. Trotz aller Modernisierungsbemühungen und trotz verstopfter Straßen und tausender Verkehrstoter jedes Jahr. Die Deutsche Reichsbahn befördert alles, oder doch fast alles. Und übers ganze Jahr Kohlen, Kohlen und nochmals Kohlen. Kohle, Hauptenergieträger der DDR und Haupttransportgut der Reichsbahn. Sie wird bis zum Ende der Republik in immer größeren Mengen befördert. Die Reichsbahn ist permanent überlastet. Sie ist verpflichtet, die Gütersendungen über 50 Kilometer zu transportieren. Für die Mitarbeiter heißt das zahllose Überstunden. Man könnte Tag und Nacht arbeiten und wenn man mal dienstplanmäßiges frei hatte, der Dienstregler hatte immer die Frage, ob man nicht wenigstens einen von den beiden freien Tagen einen Sonderdienst bei ihm machen würde oder eine Bereitschaft, die rumsitzt, das hat es nicht gegeben. Die Bereitschaften hatten immer was zu fordern. Ein anderer Grund für die starke Belastung ist die veraltete Technik. Die Modernisierung kommt nur schleppend voran. Erst in den 60er Jahren sind alle Kriegsschäden beseitigt. Mit der Diesellok hoffte die Reichsbahn in den 60ern schnell die Dampflok abzulösen. Denn Öl liefert bislang auch die Sowjetunion. Von dort kommen auch schwere Güterzugloks, wie die Taiga-Trommel. Als sie kamen, war sie, wollen wir sagen, von unserer Warte aus fast gebrauchsunfähig. Die hatte keinen Schalldämpfer gehabt. Jede Schraube, jede Mutter hatte noch ein anderes Profil.
Und dann hat sie ganz schön gedonnert. Da wurde darüber diskutiert und der Präsident wischte das vom Tisch und sagte, das ist kein technisches Problem, das ist ein ideologisches Problem. Das heißt, er unterstellte den Fachleuten, dass sie die Lokomotive nur mies machten, weil sie aus der Sowjetunion kamen. Aber es blieb nichts anderes übrig, die Lokomotive, wie man so sagt, zu germanisieren. Das heißt, die Teile so zuverlässig zu machen, dass sie auf dem Streckennetz der Deutschen Reichsbahn fahren konnten. Ende der 70er Jahre fahren überwiegend Dieselloks. Dann erreicht der Ölpreisschock die DDR. Die Führung der Reichsbahn vollzieht eine Kehrtwende. Sie setzt auf die E-Lok. Der massive Ausbau des elektrischen Streckennetzes beginnt. Denn der Strom aus der Braunkohle ist billig. Und es wird weiter Öl gespart. Selbst auf einer Entfernung von nur 10 Kilometern muss die Bahn alle Güter transportieren, wenn Absender und Empfänger einen Gleisanschluss haben. Beim Reiseverkehr ist die Reichsbahn unumstritten. Mehr als die Hälfte der Dienstreisen und Urlaubsfahrten erfolgen mit ihr. Die DDR bleibt ein Eisenbahnland. Aber wie ein modernes Bahnunternehmen aussieht, das können die Bahner allenfalls nachlesen. Die Deutsche Bundesbahn wurde immer als eine sehr moderne Eisenbahn angesehen, schon durch den Intercity-Verkehr, durch die Geschwindigkeiten. Viele Eisenbahner, namentlich an den Fahrkartenausgaben und an den Auskunftsstellen, die bekamen das dicke Kursbuch von der Deutschen Bundesbahn in die Hand und staunten erstmal über diese Fernverbindungen nach Italien, nach Dänemark, nach Norwegen. Und auf den ersten Seiten waren immer die schnellsten Züge angegeben. Und da konnte man nur staunen. Bei uns fuhren die Züge eine Reisegeschwindigkeit, das ist also ein Durchschnitt von Aufenthalten und Fahren von ungefähr 50 Kilometer pro Stunde. Und die Deutsche Bundesbahn glänzte mit ihren Zügen, die eine Reisegeschwindigkeit von über 100 Kilometer pro Stunde erreichten. Also sie fuhren tatsächlich auf Abschnitten 200 Kilometer pro Stunde. Das war eine ganz fantastische Angelegenheit. Bei uns waren die höchsten Geschwindigkeiten 120 Kilometer pro Stunde. Weiter sollte es die Deutsche Reichsbahn auch nicht mehr bringen. November 1989, Höhepunkt im Kampf der DDR-Bürger um ihre Freiheit. Die Menschen strömen in den Westen. Walkenried im Harz, einziger Grenzübergang nur für Güterzüge zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Aber bis zum 12. November tut sich nichts. Erst dann fällt auch hier die Grenze. Fünf Bundesbahner ergreifen die Initiative und fahren morgens mit dem Schienenbus in die DDR. Dort sollen Menschen auf Züge in den Westen warten. Wir haben auf der Hinfahrt nach Elrich eigentlich kaum gesprochen. Wir haben alle vorne beim Lokführer gestanden, haben aus dem Fenster gestarrt und immer geradeaus, keiner hat groß was gesagt. Und jeder wartet oder hat sicher für sich gedacht, ja, was wird das nun? Was wird das nun? Ja, und als wir dann an den Bahnsteig kamen, war der Bahnsteig leer. Nur eine Eisenbahnerin, die Aufsichtsbeamtin, begrüßte uns. Inzwischen hatten wir natürlich gesehen, dass hinter der damals noch vorhandenen Bahnsteigsperre eine große Anzahl von Menschen, von Reisenden eben drängte auf dem Bahnsteig, drängte immer gegen die Tür und immer so rief, lasst uns raus, lasst uns raus. Und die Aufsichtsbeamtin, die frug dann, wie viele Leute können Sie denn mitnehmen? Ich habe dann nur erstmal geantwortet, lassen Sie mal erstmal einsteigen und es war jeder Platz, jede Ecke, jeder Winkel, der Gepäckwagen, es war alles ausgefüllt. Es war also schon bewegend. Zum ersten Mal nach 40 Jahren fahren wieder Personenzüge vom Bahnhof in Elrich Richtung Westen. Hunderte von Menschen warten hier stundenlang darauf, mitgenommen zu werden. Es war überwältigend. Das war das schönste Erlebnis, das ich in meinen 44 Jahren bei der Eisenbahn gehabt habe. Das muss ich also wirklich sagen. Und man hat getanzt auf dem Bahnsteig, man hat fremde Leute in den Arm genommen. Es war also einmalig. So etwas gibt es nicht wieder und das war einmalig schön. Die Folgen von 40 Jahren Teilung werden beseitigt. Neue Verbindungen entstehen, alte leben wieder auf. Aber es zeigt sich auch, die Bundesbahn und Reichsbahn haben sich weit auseinander entwickelt und bleiben nach der Wiedervereinigung zunächst selbstständig.
Allerdings übernimmt die Bundesbahn die Führung über die Reichsbahn. Das Streckennetz der Bundesbahn umfasst 27.000 Kilometer. Es werden 236.000 Mitarbeiter beschäftigt. Die Reichsbahn verfügt nur über knapp die Hälfte der Streckenlänge, hat aber mehr als 253.000 Mitarbeiter. Dieses sich kennenlernen ist eigentlich eine sehr blauäugige Sache gewesen. Während der Eisenbahner der Deutschen Reichsbahn dachte, jetzt werden wir zusammenarbeiten und es wird alles in einer großen Harmonie stattfinden, hatte der Bundesbahner schon im Auge die Konkurrenz. Und es wurde schon überlegt, wie muss ich den Kollegen ausschalten und wie werden die Strukturen geändert, dass ich übrig bleibe. Und so ist es ja auch gewesen. Bis Ende 1993 sind bei der Reichsbahn mehr als 100.000 Mitarbeiter entlassen. Bei der Bundesbahn sinkt die Zahl kaum. Vorbereitung auf die neue Firma, die Deutsche Bahn AG. 1. Januar 1994, das Ende von Bundesbahn und Reichsbahn. Die Deutsche Bahn AG wird gegründet. Sie ist kein Staatsbetrieb mehr, sondern eine Aktiengesellschaft, die Gewinne machen soll und an die Börse will. Ein großer Umbruch für das Unternehmen und seine Mitarbeiter. Diese große Familie der Eisenbahner, sie besteht eigentlich nicht mehr durch die Privatisierung. Das ist bedauerlich, aber heute ist es ein Konzern und es sind Unternehmen und es muss vor allem Geld verdient werden. Die Ziele der neuen Deutschen Bahn AG sind von Anfang an ehrgeizig. Moderne Züge sollen die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Pkw, Lkw und dem Flugzeug wiederherstellen. Die Voraussetzungen schaffen, dass das größte Unternehmen der Republik wieder schwarze Zahlen schreibt. Dafür werden bis zur Jahrtausendwende etwa 150.000 Mitarbeiter abgebaut. Unrentable Strecken werden stillgelegt, vor allem in ländlichen Gebieten. Diese hatte die Bahn vor knapp 100 Jahren für den Verkehr erschlossen. Sie brachte ihnen wirtschaftlichen Aufschwung und mit ihr konnten viele Menschen zum ersten Mal reisen. Die Bahn sieht ihre Zukunft im Betrieb der Fernstrecken. Im Mittelpunkt steht der ICE, ihre große Hoffnung als Alternative zu Auto und Flugzeug. Als ein Jahrhundert waren Mensch und Wirtschaft vom Anschluss an die Bahn abhängig. Heute scheint es, hat sich dieses Verhältnis umgekehrt. Jetzt sucht die Bahn den Anschluss.